Hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Far Cry 4. Dann nehmen wir natürlich die Geiselrettungsmission auch noch mit. Heute wollen wir, nachdem wir in der letzten Folge Yuma erfolgreich erlebt haben, ein wenig Außenposten machen und eventuell entweder die... Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Böse. Jetzt habe ich mich verhaspelt, danke. Typi. Entweder machen wir, nachdem wir diesen Außenposten, der unten rechts links auf der Karte ist, fangen. Böse Masken. Machen wir entweder Yumas Festung oder die restlichen Glockentürme. Da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig. Und ich wollte noch was nachgeguckt haben. Sechs Missionen kommen noch, im Übrigen. Sechs. Kein Berg von oben dran. Doch schon, aber da bin ich nicht drauf. Mal schauen, was wir machen, damit dieser Außenposten nicht eingenommen wird. Da oben können wir hin. Warum hast du gerade die Waffe gewechselt? Wow, nee, die Waffe nicht mal gewechselt, sondern... Das war knapp. Da kam einfach Gegner. Nicht will ich jetzt hier hochrennen, aber ich glaube, ich komme hier nicht hoch ohne. Doch, ich komme hier hoch. Sehr schön. Weil Außenposten von oberhalb sind immer am besten einzunehmen. Außer der eine da, den wir als erstes in Nordkyrat eingenommen haben, der war etwas schwieriger, weil der halt ganz weit oben war. Das sind alle? Okay. So, wollen wir den letzten? Wo bist du? Noch einer. Irgendwo ist noch einer. Hier unten am Hang ist noch irgendwo einer. Mal was vor. Mal gucken, ob ein Raubtier ankommt. Aber ich glaube nicht. Ich habe mehr getötet, als du dir vorstellen kannst. Wenn er schon da unten in so einer möglichen Ecke ist, dann hauen wir halt eine Granate rein. Deswegen war ich ja kurz ruhiger. Bei sowas werde ich immer extrem ruhig und konzentriert. Nachdem ich den nicht getroffen habe, habe ich eine Granate rein. Was labert der da? Denkt denn niemand an meine armen Bienen? Deine Bienen? Was ist mit deinen Bienen? Bienen. Die werden sie noch ausrotten. Ich brauche Hilfe. Hunde jagen brauche ich nicht. So, was machen wir jetzt? Was ist näher? Eigentlich müssten wir Yumas Festung angehen. Machen wir auch. Wie geht es dir, AJ? Ich probiere mich nochmal an der Festung. Kann ja nur schief gehen. Was hat er gesagt? Wir haben auch solche Fettis. Interessant. Wo war da ein Gegner? Ach, das war ein Gegner. Wartet mal. Machen wir einfach mal den Elefanten. Der legt sich jetzt leider mit dem Elefanten an. Sag ich ja.
You're dead, my friend. Die haben mich nicht wahrgenommen, Gott sei Dank. Oh. Das Auto ist hinüber, glaube ich. Oh Gott. Ach Mann. Warum muss man es immer so schwer haben im Leben? Wenn ich dieses Reh ruf oder das. Wie heißt das? Von den Rehen und Hirschen. Das Rufen. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Wenn ich das höre, muss ich mal an GTA 5 denken mit Trevor, wenn man jagen geht und er diesen Pfeifton ummacht. Machen kann. Hab Gegner im Sichtfeld. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt keinen Gegner im Sichtfeld. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ich wollte jetzt nämlich zu Fuß gehen, die letzten Meter, weil... Ihr wisst schon, wieso. Ich höre jetzt schon wieder viel zu laut. Eben schon den Aufnahmestart haben sie mir vermiest. Ich hoffe, hier sind jetzt keine wilden Tiere. Das wäre katastrophal. Ja. Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Da haben wir einen. Geht es noch höher? Gibt es hier noch eine bessere Position? Ich glaube, hier ist schon die beste Position, um sich so einen Einblick zu gewähren. Da haben wir noch einen. Da sehe ich gerade hier niemanden weiter. Kümmern wir uns erstmal um die beiden. Augenblick, so. Warum? Der ist unsichtbar. Habt ihr das gesehen? Wo war da eine Mauer? Alter, das ist ja nervig. Ich töte mich und brauch's nochmal. Durchhalten! Wir kommen! Hä? Ich möchte mich umbringen. Spiel. Die Logik, dass die Granaten, wenn ich nach unten ziehe... Was ist denn das für eine Logik? Tötet mich einfach, bitte. Hä? Die Logik verstehe ich hier gerade nicht. Ich schieße unter mir. Ja, schön klar. Och Mann. Ich ziel immer zu hoch mit dem Scheißteil. Ich hab endlich getroffen, aber das Spiel sagt nein. Ich verstehe nicht, wie diese Granaten fliegen. Diese Granaten. Physik ist mir ein Rätsel, aber ich wollte mich ja umbringen lassen. Weil ich mit dem Helikopter... Ja, ist klar, die fliegen durch den Rotor. Tötet mich, bitte. Alter. Das ist Aufregung pur, diese Festung. Hör, warum habe ich den denn nicht getroffen? Der Turm war doch rechts davon. Ich verstehe es nicht. Sonst klappt das immer durch Bäume schießen und jetzt nur plötzlich nicht. Aber wir wissen, es ist sehr viel da drin los. So. Diesmal. Ruhe. Das war das Typ, der mich verraten hat. Jetzt können wir uns den da hinten noch. Nummer 2. Da haben wir jetzt noch einen.
Ah, noch besser, diese Optik. Anscheinend muss ich da vorgeschossen haben, aber das wurde mir nicht als Mauer angezeigt. Da haben wir noch einen. Da steht einer. Ist das schon... Na, das ist schon reingezoomt, gut. Arrivederci, Lanz. Oh Gott, jetzt muss ich beten. Ja! Beten in dem Sinn, dass ich den Kopf von dem Typen treffe. Hm. So. Da 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 ba da ba da 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 ba da da ba da ba da ba da. Ah. I believe I can fly, hat er sich gerade gedacht. Der Hund muss leider auch weg. Der würde uns auch verraten. Wo sind denn noch die restlichen? Die laufen bestimmt da drin rum. Mal eine andere Position suchen, damit wir auf diese rechte Seite blicken können. Da läuft keiner. Bis sie alle tot liegen. So viele dürften es ja nicht mehr sein, rein theoretisch. Hm. Hm. Ich habe Angst, auf die Mauer zu klettern. Dann geht der Alarm los, wenn ich da oben bin, weil irgendeiner da unten rumsteht. Das wird bestimmt gleich so ablaufen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, ganz vorsichtig. Oh, das war schon der letzte. Gut, dann reg ich mich nicht mal auf. Die Festung war am einfachsten, meiner Meinung nach. Wenn man nicht so blöd ist und entweder das Spiel Fehler gemacht hat oder ich. Ich kann es nicht genau sagen. Bestimmt war es ich und habe es falsch wahrgenommen, aber unentdeckt auch noch. Sehr schön. Das feiere ich jetzt gerade. So, es ist noch Parans Festung übrig. Sehr schön. Und Gyrokopter haben wir auch direkt hier. Dann für die Zukunft. Beziehungsweise für gleich. Wenn wir das im Anschluss machen. Das ist Yumas Festung. Die ist echt. Das ist nämlich schon keine Festung mehr, ganz ehrlich. Das ist Pille-Palle hier gewesen. Also vom Aussehen her. Am beeindruckendsten fand ich nur als Festung. Ganz ehrlich. Die sah am geilsten aus. So in den Berg drinne. Plöhe einfach Mauern ringsrum. Wie das hier auch. Das hier sieht eher aus wie so ein Trainingslager. Ja, wichtige Dinge. Wie Geld. Was ich mir gerade geholt habe, um Munition kaufen zu können. Ich brauche Hilfe. Ich habe eine Quecksilbervergiftung. Und warum die anderen, die sind tot. Was hat hier denn so geleuchtet? Halt den Mund. Wir haben 6 Punkte. Wir behalten mal ein bisschen weiter zusammen. Auf der einen Seite rein, auf der anderen wieder raus. Wo ist der Gyrokopter? Ah, hier steht er. So. Das wird jetzt einen Moment dauern, aber den holen wir uns noch. Ich finde es immer lustig, wie schnell das Ding in der Luft ist. Sind nur 2 Kilometer. Ich bin am überlegen, ob ich mir nach Weihnachten vielleicht mit Weihnachtsgeld ein neues Mikrofon kaufe. Kann ich mal so erwähnen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unschlüssig.
Ich habe eigentlich schon 1-2 ins Auge, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich machen soll. Mir die Qualität von dem hier nicht mehr ganz gefällt. Ich habe es nämlich auf das Rode Podcaster abgesehen oder das Rode MT-USB. Da habe ich mir schon vieles zu angehört und angeguckt und die beiden sind sehr gut, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob oder überhaupt notwendig ist. Könnt ihr mal eure Meinung zu sagen, ob ich ein anderes Mikrofon besser wäre, wo ich nicht so leicht übersteuere. Bei dem übersteuere ich extrem, obwohl die Einstellungen schon sehr, sehr weit unten sind. Was ich bestimmt nur meiner Stimme. Also ich übersteuere, wenn ich schon mal gerne lauter werde. Ach, den haben wir schon hier, oder? Den haben wir schon, ja. Wird schon sein, das ging aber schnell, aber... war nur die Hälfte des Weges. Bart juckt. Oh Gott, kratzi, kratzi machen. Ja, das kann ich jetzt gerade nicht machen. Tut mir leid, Geiseln. Ansonsten hätte ich euch befreit, natürlich. Wir sind hier nur noch 800 Meter. Ich bin jetzt überlegen, wie wir vorgehen. Wir werden in der nächsten Folge dann die letzten beiden Glockentürme machen. Und dann machen wir hier, wie heißt diese Sachen noch für, dass wir neue Fähigkeitspunkte und sowas freischalten. Und so. Das ist also noch ein Rennen, dann ein Mordauftrag. Ne, Mordauftrag haben wir schon abgeschlossen. Also so ein paar Sachen, wo es dann noch brauchen. Gehen nach Shangri-La mal. Longinus. Also das übliche Nebenmissionskram steht erstmal die nächsten Folgen an. Bitte landen Sie. Und aussteigen bitte. Was zur Hölle? Ich verstehe nicht, warum das Ding explodiert. Ich war schon am Boden. Halt die Klappe. Ich verstehe nicht, warum das Ding nur wieder explodiert einfach so. Ich bin eigentlich gelandet gewesen. Aber egal. Muss ich mir einen neuen besorgen hier oben. Medizin wieder. Das mache ich dann gleich offscreen kurz. Himakuka-Höhle. Zum Rausklettern. Pulverfassbrennerei. Kostenlos am Handelsposten. Möchte ich jetzt gerade nicht lesen. So. Viel Spaß. So. Die haben erstmal jetzt damit zu kämpfen. Da ist ein Bär. Der auf den losgeht. Gut. Ich werde mir jetzt in der nächsten. Für die nächste Folge noch einen Gyrokopter suchen, damit wir dann in der nächsten Folge. Hier hin können und hier hin. Und alle Glockentürme dann haben. Und dann schön alles hier freigeschaltet haben. Und was wir dann noch so machen, sehen wir dann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben Yumas Festung eingenommen, die doch nicht so schwer war, wie ich gedacht habe. Und dann hören wir uns morgen in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Ciao.